Okay, Leute, da wären wir wieder. Doch nochmal zu einer weiteren Folge von Erwivaro 7. Ich hatte ja mich schon darauf eingestellt, dass die letzte Folge auch die letzte für heute ist. Allerdings verschiebt sich das wohl mit dem Schach, was ich eigentlich vorhatte. Und deswegen kann ich jetzt hier doch noch aufnehmen. Genau, wir haben nur noch ein Level. Und gerade hatte ich halt ultra Bock, weil ich so am Ende der Folge richtig einen Plan auf einmal hatte, beziehungsweise einigermaßen gute Sachen bekommen. Und ja, deswegen will ich jetzt die Chance nutzen und hier weitermachen. Vor allem das Zeug abbauen zum Beispiel, was direkt wieder neben meiner Nase ist, das hat mir nochmal Motivation gegeben, dass ich auch wieder relativ schnell mich hochleveln kann, ohne ewig suchen zu müssen. Und oh, da müssen wir aufpassen hier. Guck schon wieder die nächste Fratzenfalle, ne? Also, ja, immer vorsichtig und Alter, komm her. Nein. Oh, Junge, wie es einfach so ganz langsam nach unten gleitet, obwohl es noch eigentlich magnetisch angezogen wurde. Aber egal. Ich platziere erstmal eine Fackel, damit ich gleich weiß, dass ich da vielleicht wieder hochgehe. Aber erstmal schaue ich, na gut, hier ist eigentlich das meiste abgefarmt. Hier hinten kann ich nochmal gucken. Theoretisch kann ich mir auch Quarzblöcke machen, um mich hochzustacken. Warum nicht? Und hier, ja, machen wir mal das. Achso, ja, gucken wir mal. Jetzt hier Level 6 auch schon wieder, ey. Das ist ja echt krass. Ich weiß noch nicht, welches Thumbnail ich nehme für die Folge. Vielleicht was von Nether Quartz. Da müsste ich aber jetzt eigentlich mal reagieren und nicht wieder ewig rumwarten. Und naja, da schauen wir mal. Ich gehe hier ran. Wahrscheinlich bei einem anderen Erz mache ich das. Was vielleicht auch etwas spektakulärer aussieht, ist, denke ich mal, die bessere Variante. Und ja, ich nehme hier oben das Zeug mit. So, dann da. Und ja, dann muss halt erst die Lava abfließen, aber das lohnt sich, um mal ein bisschen zu warten, denn es wäre ja blöd, das hier einfach so liegen zu lassen. Naja, wir müssen jedenfalls einigermaßen über. Oh, da war es auch ganz schön schon am Brennen. Wir müssen einigermaßen über den 8 Leveln liegen. Ich würde sagen, ich mache mal das Ding schon hierher oder einen daneben noch. Genau, damit das auch mal wieder drauf ist, ne? Da haben wir ein bisschen abwechselnd, zumindest optisch, auch wenn es inhaltlich eigentlich ja immer ähnlich ist hier. Muss sich das wenigstens von der Aufteilung von irgendwelchen Blöcken, die noch daneben stehen als Deko, immer mal ein bisschen unterscheiden zu den vorigen Folgen. Aber ja, sonst ist halt auch mal schwierig, was komplett anderes jedes Mal zu finden. Denn ja, wir sind hier in Folge 30 jetzt, glaub schon, Alter, krass, ne? Aber da habe ich es ja heute mal hinbekommen, wieder mit einer geraden Folgenzahl rauszugehen aus der Session. Das ist auf jeden Fall gut. Und ja, jetzt kommen wir wahrscheinlich gleich auf Level 11, oder? Ja. Sieht so aus, je nachdem wie viel da hinten noch dahinter ist. Oh, ist sogar einiges. Ja, erstmal weiter ausleuchten. Ist schon angenehmer, wenn hier eine Fackel platziert ist. Und na, für Level 12 reicht es nicht mehr, aber egal. Soll ich jetzt erstmal einen Amboss? Ich weiß nicht. Nee, Quatsch. Also auf jeden Fall Zaubertisch als erstes. Aber ja, komm, wenn wir hier noch was haben zum Abbauen, dann immer her damit. Ich weiß zwar wieder mal nicht, was ich reden soll, denn. Ja, Folge 5, da wird das nicht leichter, wenn schon in Folge 4 am Tag immer so schwierig ist, wie ich bereits beschrieben habe. Aber, naja, trotzdem, oh, sollte es ja nicht allzu langweilig werden, wenn wir hier doch gut vorankommen. Naja, jedenfalls, was machen wir jetzt? Ja, das habe ich jetzt eigentlich nur so mal aufgestellt, ne? Dann machen wir mal hier. Protection, okay. Wie sieht das hier aus? Unbreaking, naja. Ist halt immer die Frage. Ich glaube, ich nehme das Protection-Buch. Genau. Dann haben wir das so. Gucken wir mal hier. Da haben wir wenigstens wieder drei zur Auswahl, aber nicht die richtigen. Projectile wieder mal zwei ist auch nicht so geil. Ja, dann Power. Nehme ich mal am ehesten noch. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das noch so lange gebrauchen kann. Dann haben wir ja Blast. Okay, ja, irgendwann muss ich halt dann auch Protection 1 nehmen, ne? Da kann ich nicht mehr so wählerisch sein. Ja, hier nehme ich glaube ich jetzt mal Unbreaking, wenn ich eh nur Power habe ansonsten. Das können wir in Zukunft öfter machen. Ja, hier Unbreaking, klar. Jetzt habe ich halt zu wenig Lapis einfach nur drin. Ja, dann würde ich sagen, das nächste Buch, ne? Hier Protection, das ist gut. Ja, mache ich mir mal neues Zeug. Bisschen mehr vielleicht auch und das Netherrack kommt raus. Jetzt habe ich doch noch dabei. Ciao. Und Netherrack auch erstmal. Genau. Was wollte ich jetzt? Buch, genau. Mit dem Ding hier. Das ist wichtig, dass wir das mitnehmen immer. Dann schauen wir mal. Lapis kann ich eigentlich immer drin liegen lassen auch.
Muss ich nicht jedes Mal rausnehmen. Ah, wieder Projectile, ja, wow. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Hier Protection 1, sehr schön, das ist gut. Ja, hier, jetzt kriegt man wieder nur irgendeinen Scheiß, also wieder nur 2. Ach, ja, was soll ich sagen? Ja, soll ich noch ein Buch machen? Oder, naja, kombinieren wäre gut. Dann nehmen wir mal, ich weiß gar nicht, Alter, Protection 1 oder so zu 2er. Dann haben wir ja hier 3er, ganz schön gut. Habe ich nochmal Power 2? Ne, nur Power 1, Unbreaking, Protection. Ah, hier, Power 1. Dann können wir das nochmal machen. Sollte ich mir auch mal nebeneinander legen, ne? Also hier die Power 2 Bücher, dann die Protection 3, 1 und Unbreaking, 2 und... Ah ja, hier ist nochmal 1. Ja, komm, dann hole ich mir noch ein Level, dann mache ich nochmal Protection 2. Wo kriege ich denn das her jetzt, das eine, was ich brauche? Ach man, das ist doch scheiße. Dass man das mal nicht eben holen kann, außer wenn ich einen Piglin töte. Aber ich will die jetzt nicht auf mich hetzen. Das wäre denkbar ungünstig. War hier nicht noch was übrig? Hatte ich doch gesehen irgendwo, oder? Ich darf vor allem nicht den Fehler machen und das vielleicht gleich noch vergessen, ne? Ich nehme die lieber mal mit und dann sehen wir später zur Not, was los ist. Erstmal essen. Ist halt immer blöd, dass ich noch für die Spitzhacke auch noch einen Slot brauche und die ist jetzt gleich auch kaputt. Dann muss ich mir die nächste machen und wieder Eisen entsprechend neu craften. Ja, es kann schon anstrengend sein. Deswegen wäre es gut, wenn wir ein paar Slots sparen könnten. Achso, ich kann ja folgendes machen. Und zwar, hier die Fackeln verteilen, ne? Wenn ich sie schon, nicht, ja, hier behalten kann, dann setze ich sie wenigstens, statt sie wegzuwerfen. Genau, das wollte ich sagen. Dann gehe ich jetzt erstmal in diese Richtung und ich würde den nächsten Stack anfangen. Davon, natürlich hätte ich die jetzt auch hier noch platzieren können, aber dann hätte ich nochmal zurücklaufen müssen. Und das wollte ich jetzt alles nicht. Ja, ich brauche nur jetzt noch ein bisschen Level, Alter. Ne? Man wird halt hier durch solche Sachen so schnell gebremst. Das ist übelst nervig. Aber ja, da müssen wir jetzt erstmal durch. Ich würde sagen, boah, ist jetzt schwierig, ne? Wollte ich nicht in eine andere Richtung, denn jetzt kommen wir schon wieder so in die Spawn-Gegend, habe ich das Gefühl. Da finden wir wohl nicht allzu viel. Aber wir sind jetzt schon relativ weit, was die ganzen Enchantments angeht. Ich muss das dann eben nur noch mit den Dingern kombinieren, also den Rüstungen an sich. Das wird hoffentlich nicht so teuer, keine Ahnung. Ich kenne mich nicht so krass damit aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert. Ja gut, dann machen wir mal so. Ich hoffe, da ist die eingedämmt. Sollte aber stimmen. Ja, werden wir gleich sehen, ob da unten noch was raussuppt an der Seite. Aber ansonsten fließt das ab. Und vielleicht legt das ja doch nochmal was frei, ne? Das ist ja immer meine Hoffnung dabei. Aber ja, hier kommt man schon wieder so schlecht runter. Es sei denn, ich mache so ein MLG. Achso, das ist ja doch wieder die gleiche Stelle, die wir schon hatten. Hier bin ich doch 1:1 letzte oder vorletzte Folge runtergegangen. Ich glaube, kurz nachdem ich in Nether gegangen bin, war das. Ach, na toll. Ja, dann brauche ich gleich auch noch ein Thumbnail für dieses Video wieder. Aber ja, eins nach dem anderen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier in der Gegend lang. Erstmal kurz was essen. Oh, shit. Ja. Hier war das, genau. Stimmt, das hatte ich doch noch hier übersehen. Oder bin ich weggegangen? Gut, dass ich es nochmal sehe, denn ja, das können wir uns ja nicht entgehen lassen. Dann gucke ich aber gleichzeitig in der Richtung, ob da noch mehr sein könnte. Hier Pilze in hohem Maße. Oh, 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 da hinten. Sehr schön. Das freut mich. Alter, ne, ich brauche das so unbedingt, dieses Zeug. Das wird immer weniger, vor allem in der Welt so langsam. Und man muss gefühlt jedes Mal weiterreisen. Das kann noch ganz schön zum Problem werden. Aber, naja. Oder ich strip meine mal nach dem Zeug, das ging ja auch. Oh, hier. Das sieht gut aus, Alter, da freue ich mich. Ah gut, ja, jetzt muss ich mir erstmal hier irgendwas aufbauen. Ich würde sagen, als erstes machen wir den Amboss doch. Damit ich wenigstens das kombinieren kann. Protection 1 und hier 1 zum 2er. Dann 2 und 2 kostet zu viel gerade noch. Ja, dann erstmal Spitzhacke. Ich weiß aber auch nicht, soll ich vielleicht jetzt schon enchanten wieder? Wie machen wir das? Erstmal umcraften Eisen. Und nicht gleich wieder 2 Spitzhacken machen. Ja, dann brauche ich halt jetzt den Slot hier. Gefällt mir auch nicht so ganz.
Naja, egal. Hauptsache Level holen fürs Erste. Und jetzt haben wir ja auch nur noch 5 Minuten, Alter. Es geht immer so schnell rum, die Zeit. Das ist Wahnsinn. Warte mal, aber hatte ich jetzt nicht schon? Das war doch schon von dieser Folge, oder? Das Thumbnail. Ja, wenn ich auf die Zeit gucke, doch, stimmt. Dann, ist das ja geregelt, ne? Ich wollte zwischen wieder eins machen. Oh Mann. Okay. Ja, toll, da ist nicht mehr so viel dahinter. Sah erst nach mehr aus, aber hier ist das nächste einfach. Und, ne, ich hätte gedacht, bei dem anderen komme ich aber safe wieder auf mehr als 6 Level. Obwohl ich war ja von 4 wieder da hochgegangen. Na gut, dann geht's. Okay. Dann jetzt machen wir mal das, was 5 Level kostet, doch. Auch wenn man denken könnte, naja, das ist doch Verschwendung oder so, aber. Ja, obwohl, eigentlich brauchen wir ja Protection 2, um dann die Zweier Protections perspektivisch zu kombinieren, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also eigentlich muss ich mir das mal aufheben. Ja gut. Wie machen wir das da jetzt? Kann ich irgendwas anderes noch kombinieren? Ich meine, gut, ja, das kann ich testen. Wie das ging. Ne, nicht mit Power. Ach so, Power 2, ja, stimmt. Das kann ich doch machen. Dann machen wir hier nämlich Power 4 drauf. Irgendwann. Aber Hauptsache erstmal einen Slot jetzt mehr. Genau, okay, dann ist das ja schon mal abgeschlossen. Dann brauche ich jetzt erstmal 10 Level für die Chestplate, damit wir das wenigstens haben. Ansonsten, das kann ich da lassen. Hier hinten, okay, alles klar. Wieder schnell zurück, würde ich sagen. Ja, wo lang? Ist halt eine gute Frage, ne? Geht's hier irgendwie gut in Richtung? Ne, überhaupt nicht. Das ist ja absolut gruselig. So eine scheiß Lava, einfach nur nichts weiter vor der Nase. Oh, das ist gut. Und war da unten noch was? Nee, aber egal, erstmal hier. Ja, aber bis Level 10 dauert es, glaube ich, schon ein bisschen länger. Da müssen wir noch etwas knabbern. Und ja, irgendwann geht mir hier irgendwas aus. Also alles Mögliche zum Hochstacken. Ist auch ungünstig. Naja, wir werden sehen. Noch funktioniert es ja einigermaßen. Und dann jetzt hier Level 6. Naja. Ist auch nicht so krass, aber schon mal gut. Einigermaßen wieder. Ich meine, von Level 2 jetzt ging das ja ganz schnell. Oh, ach, oh, ey. Ne, immer diese Löcher dann. Und dann denkst du fällst direkt. Obwohl es noch lange nicht so weit ist, aber trotzdem hast du schon im inneren Auge. Das ist immer nervig. Naja. Aber besser so rum, als wenn's, wenn du es nicht siehst vorher und dann passiert es einfach. Okay. Dann Level 7. Immer noch, also, hä? Wieso geht das nicht in das Inventar? Gefühlt sind jetzt hier drei Dinger um mich rumgekreist und nur eins hat mich richtig erreicht und die anderen wurden einfach gelöscht. Ja, das ist auch frustrierend. Wenn das dann immer so erst so den Anschein macht überhaupt. Naja, denn ich muss ja echt sehr sparsam sein aktuell. Da kommt es auf jedes einzelne Ding an. Ja, wenn ich hier sehe, was da noch vorhanden ist, das sieht nämlich sehr spärlich aus. Ich weiß auch nicht, wird hier noch was wegen der Border angezeigt? Oh, aber warte mal, das ist ja noch ebenfalls hier sehr schön. Immerhin. Okay, immer noch Level 9. Na super, aber da hinten, ja genau, das habe ich im Auge und oh. Ey, yo, das gibt ja doch mehr, als man denkt. Okay, direkt Amboss aufstellen, ne? Und die Gelegenheit nutzen. Okay, Protection 3. Dann Protection 3 zum ersten Vierer. Sehr schön. Dann haben wir noch. Ja gut, einige Protection 2, aber nur einmal weiterhin Protection 3, naja. Ist bisschen blöd vielleicht. Oh, Alter. Ey, yo, erschreck mich doch nicht so. Ich könnte noch unbreaken. Was würde denn das kosten? Also eins erstmal. Oh shit, 8 Level direkt. Das ist nicht gut. Ja, ich würde das vorerst mitnehmen hier. Ganz kleinlaut oder so. Und dann geht's weiter ganz normal. Alter, nur noch eine Minute. Ey, yo, wie schnell ging denn die Zeit jetzt rum? Aber krass, ne? Wir haben trotzdem einiges geschafft, würde ich sagen, heute. Und ich glaube, wir könnten es jetzt in den nächsten Folgen einigermaßen rumreißen, das Ruder. Dass ich doch noch die Rüstung auf Protection 4 voll kriege. Das wäre sehr gut. Sharpness 5 habe ich ja schon längst. Das Schwert ist also erstmal okay. Aber der ganze Rest ist eben der Knackpunkt. Ist auch gut, dass ich zufällig Unbreaking übrigens auf dem Schwert habe schon. Denn das wird mir, denke ich, auch noch einigermaßen helfen. Aber ja, ob ich jetzt Unbreaking und wie oft ich das vielleicht auf die Rüstung mache, das werde ich sehen. Eventuell muss ich auch vorher erstmal Bücher damit kombinieren, dass das auf einem ist und ich dann
das auf die Rüstung macht, denn ich denke mal, mit jedem Buch, was man extra wieder auf die Rüstung dingst, muss man halt jedes Mal mehr zahlen und das wird einfach nur extrem teuer, ne? Deswegen, ja, da müssen wir schon drauf achten, aber ich würde jetzt erstmal mich verabschieden. Danke fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge und ja, dann war das ja insgesamt ein ganz guter Tag eigentlich für Erwivaro. Ja, in dem Sinne also viele Grüße oder so.